Ja, hallo und herzlich willkommen, wow, zu einem neuen kleinen Let's Play von mir. Ja, es ist der Yandere-Simulator, den kennen vielleicht einige von euch bereits. Ich habe den bisher nur bei der lieben Nati gesehen und habe aber auch gemerkt, dass er relativ beliebt zurzeit ist und ich fand es ziemlich lustig und dachte, ich spiele den auch mal. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, ich kenne mich in dem Spiel schon aus. Ich habe schon ein bisschen was gespielt. Die schlechte Nachricht ist, das, was ich gespielt habe, war die erste Aufnahme und die ging daneben. Und deswegen mache ich das jetzt nochmal von vorne. Okay. Ja, leider ist das ganze Spiel auf Englisch. Das dürfte aber kein Problem sein. Ich werde euch das alles im Gröbsten übersetzen, damit ihr versteht, um was es geht. Und man kann es vielleicht schon ein wenig ahnen, wer weiß. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich fasse es euch dann einfach zusammen. New Game. Und ich kann die Steuerung inzwischen auch ein bisschen. Okay, what gender is your lover? Okay, wir mögen natürlich am meisten Männer. Und jetzt können wir uns unseren Traummann erstellen. Erstmal seine wunderschöne... Wow, das sieht so nice aus. Der Arm. ich würde sagen, wir machen ihn gut gepoint. Groß gepoint und gut aussehend. Es gibt so verschiedene Frisuren. Es sieht... Okay, der ist so ein bisschen kleiner Polygonhaufen. Ja. Das sieht ein bisschen standardmäßig aus. Ich gucke erstmal. Ja, so viele Farben gibt es jetzt nicht. Wobei 10 ganz okay ist. Auch schön bunt. Ja... Nehmen wir mal die. Jetzt können wir noch die Eye Color bestimmen. Machen wir auch so. Da gibt es ja noch. Nee, blauer wird's nicht. Nehmen wir das. Oh. Wir geben ihm noch eine wunderschöne, coole Brille. Jetzt gucke ich nochmal. Nee, es ist so dunkel. Ja, die Haare sind teilweise wirklich echt ugly. Nehmen wir einfach die hier. So, das ist unser. Unser Senpai. Senpai heißt er. Oder ist er. Und daneben, das sind wir. Und wir können uns jetzt die Uniform angucken. Die finde ich ist sehr neat. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann gibt es halt eben noch so der ganze Standard-Scheiß. Die finde ich total furchtbar, wenn ich ehrlich bin. Ich nehme die. Die fand ich eigentlich ganz nett. Und die finde ich auch wirklich sehr süß. Die auch. Aber ich glaube, ich nehme einfach so als Gegenstück dann dazu die. Die ist so ein bisschen Standard. Ja, komm. Nehmen wir einfach die. Ich hoffe, diesmal nimmt auch alles auf. Wenn nicht, dann weine ich ganz viel. Und wenn ich dann fertig mit Weinen bin, weine ich dann noch mehr. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich absolut keinen Plan. Okay, ja, I'm total sure. So sure, sure geht's nicht mehr. Oh, jetzt ist es dunkel. I can't feel anything. For as long as I can remember. I've never been able to feel emotions. I pretend to be normal when I'm around other people. But on the inside, I feel nothing. It's not as bad as it may sound. I know that I'm broken, but I don't care. This is normal for me. But everything changed when I met him. My senpai. Oh, this is so dumb. For the first time, I felt something. A strong desire. A longing. A yearning. A craving. Now I finally understand what it means to be human. To be alive. I'm addicted to the way he makes me feel. I don't care about anything else. He is everything to me. And now... Someone is trying to take him from me. She wants him, but not in the same way that I want him. She could never appreciate him the way I do. She doesn't deserve him. He belongs to me alone. She has taught me a new emotion. Rage. I want to stop her. I want to hurt her. I want to kill her. Damn, damn, damn! There is nothing I won't do for Senpai. I won't let anyone come between us. I don't care what I have to do.
I don't care who I have to hurt. I don't care whose blood I have to spill. I won't let anyone take him from me. Nothing else matters. No one else matters. Senpai will be mine. He doesn't have a choice. Nochmal kurz zusammengefasst, wir sind die nette junge Yandere. Ja, das warten wir mal kurz damit. Wir sind Yandere, eine psychopathische junge Dame, die absolut keine Emotionen empfinden kann. Ihr fehlt es an Emotionen, ihr fehlt es an Empathie, ihr fehlt es an allem. Sie tut zwar nach außen, dass sie normal ist, aber sie ist es nicht. Aber eines Tages hat sie sich in Senpai verliebt. Und das erste Mal in ihr Leben fühlt sie was und sie möchte ihn nur für sich haben. Und dann kommt irgendeine andere Bitch und sagt, hey, ich liebe Senpai auch. Und jetzt hat sie Angst davor, dass diese andere ihr Senpai wegnehmen kann. Ja, wie das Leben halt so ist, ne? Also wir haben jetzt erfahren, dass Senpai mit irgendeiner anderen rumhängt und das, naja, wir werden schon sehen. Okay. Wir bekommen eine SMS. Hey. Do I know you? Kenn ich dich? I saw you stalking an upperclassman today. Oh, ich habe gesehen, wie du heute einen Oberschüler gestalkt hast. Do you have a problem with that? Hast du ein Problem damit? I wanted to give you some information about the girl he was with. Nein, aber ich möchte nur einige Informationen über das Mädchen geben, das bei ihm war. Her name is Osana Najimi. Ihr Name ist Osana Najimi. Najimi. She has a crush on him. Sie ist in ihm verknallt. She believes in the myth about the cherry tree behind the school. Und sie glaubt an diesen Mythos über diesen Kirschbaum hinter der Schule. The myth that if you confess your love to someone underneath that tree on a Friday, they are guaranteed to accept your confession? Du meinst den Mythos, dass wenn du jemanden an einem Freitag unter diesem Kirschbaum die Liebe gestehst, diese Person deine Liebe erwidern wird? Correct. Genau das. She's planning to confess to him next Friday. Und genau das hat sie nächste Woche Freitag vor. Also ihm die Liebe darunter zu gestehen. Why are you telling me this? Warum erzählst du mir das? I would be happy if something bad happened to Osana-chan. Ach, ich fände es sehr schön, wenn Osana-chan etwas Schlimmes zustoßen würde. I think you might be the right person to give her what she deserves. Und ich denke, du bist die Person, die ihr das geben kann, was sie verdient. Who are you? Wer bist du? I'm the person nicknamed Info-chan at school. Ich bin die Person, die man in der Schule Info-chan nennt. Was total einfallslos ist, aber egal. Sie heißt Info-chan. Hey. I've heard rumors about you. You blackmail girls and sell panty shots to boys. Nobody knows your real name. Okay, ich habe Gerüchte über dich gehört. You blackmail girls. Ich weiß gar nicht, was Blackmail ist. To blackmail. You blackmail girls. Auf jeden Fall schickt sie irgendwelche E-Mails an Mädchen und verkauft Panty-Shots, also Fotos von Schlüpper. Ich gucke gerade nebenbei, was Blackmail heißt, das weiß ich nämlich nicht. Jo, Blackmail gehört vielleicht mit unbekannten Absender oder so? Blackmail. Ich guck kurz nach. Erpressen. Ja. To Blackmail. Ah, Erpressung heißt das. Das wusste ich gar nicht. Okay. Ich habe Gerüchte um dich gehört, du erpresst Mädchen und verkaufst Panty-Shots zu Jungs. Niemand kennt deine echten Namen. Rumors are true. Ja, und diese Gerüchte sind wahr. If you ever need a favor, text me a panty shot and I'll give you whatever support I can. Ja. Wenn du willst, dass ich dir einen Gefallen tue, schicke mir ein paar Schlüpperfotos. Ja, Panty-Shots halt. Ich glaube, das ist so ein japanisches Ding, dass man eben die Kamera unter Röcke hält und dann ein Foto davon macht. Wenn du mir ein paar von diesen Fotos schickst, werde ich dich so gut unterstützen, wie ich kann. If you want to know personal information about anyone at our school, just send me a photograph of their face and I'll tell you everything I know about them. Okay, wenn du mir dann ein Foto von jemandem schickst an der Schule, also einfach ein Foto von jemandem machen und ihr schicken, dann wird sie einem alle Informationen, die sie über die Person weiß, zukommen lassen. You're disgusting.
Du bist widerlich, widerwärtig. You're a stalker. Und du bist ein Stalker. If you want my help, text me. If you don't care, ignore me. Ja, wenn du meine Hilfe möchtest, schreib mir und wenn es dir egal ist, dann ignoriere Bescheid. You have 1 week until your precious senpai belongs to Osana-chan. Und du hast eine Woche Zeit, bevor dein wertvoller, toller Senpai zu Osana-chan gehört. I hope you make her suffer. Und ich hoffe, du wirst sie leiden lassen. Ja. Oh, ich muss hier continue. Okay, wir haben Montag. Und da sind wir. Wir sind die gute Yandere. Wir können sogar unsere geile Frise ändern. Guckt, ja. Das ist nicht süß. Das sieht ein bisschen komisch aus, wenn man mit da oben... Hä? Wir können auch so. Und so. Und so. Yeah, das sieht mega scheiße aus. Und so. Und boing, boing, boing. Ich finde diese Frisur mega furchtbar. Die gibt es in einigen Animes oder Spielen. Zum Beispiel bei Catherine oder bei Madoka. Ich weiß nicht, was die damit haben. Und wieder das Standardding. Okay, alles klar. Können wir eigentlich irgendwas schon machen? Nee, hey, wir können irgendwo hingehen. Dann hier auch nicht. Change Panties. Können wir unsere geilen Panties changen? Den haben wir momentan. Aha. Was ist denn mit der? Die ist ja schon ganz schön. Die ist ein bisschen langweilig. Wieso mit Erdbärchen? Oh, mit einem Sternchen. Das ist ja voll süß, die nehmen wir. So, jetzt haben wir eine andere Schlupper an. Ich liebe das Wort Schlupper. Es ist so abartig, das Wort. Ich muss es einfach sagen. Und wir haben einen kleinen Senpai-Schrein. So ähnlich wie bei Herr Arnold. Das ist eine Zahnbürste, die ich von Senpais Haus gestohlen habe. Meine Zähne damit zu putzen, ist ein wunderbares Gefühl. Das ist ein bisschen abartig. Das ist ein Pflaster, welches Senpai weggeworfen hat. Ja. Da ist immer noch etwas von seinem leckeren Blut dran. Das ist ein Apfel, von dem Senpai abgebissen hat. An den Zahnmarken. An den Bissstellen. An den, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Hat immer mal reinbeißen, man auch von den Zähnen, dass es dann so sieht. Abbissstellen dran, an den Abbissstellen dran zu lecken, macht so viel Spaß. Und es ist halt ein Apfel, ja, der vergammelt auch irgendwann. Ist ein bisschen eklig. Und ich bin ein bisschen arg dunkel, ne? Das mach ich mal schon ein bisschen heller. Wow, das ist ein bisschen. Ich denke, das ist besser. Ich denke, das ist besser. Jetzt sieht man mich, glaube ich, auch ein bisschen besser. Okay, back. So. Gut. Dann exit. Wir können School, Town oder Basement. Wir gehen mal in the Basement. Hier habe ich gesehen, dass man Leute auch eventuell foltern kann. Ich weiß gar nicht genau, wie man das anstellt. So genau weiß ich das wirklich nicht mehr. Aber man kann auf jeden Fall Leute entführen und hier foltern. Bisschen gestört, aber ich finde, die Grafik ist eigentlich für so ein kleines Indie-Game, was so eine Entwicklung ist, ist die Grafik gar nicht mal so schlecht. Also jetzt vom Model her, von der Modellierung her, so auch mit den Outlines und so, finde ich das eigentlich echt gut gemacht. Finde ich cool. Gut. Es ist zwischen gut und geil. Gut. Okay, wir gehen mal at the school. Und at school mal so ein bisschen. Wow, that's our school. Huch! Ich konnte gerade irgendwie unter mein... Ah, okay. Sieht man, dass ich einen anderen Schlupper anhab? Weiß ich gerade gar nicht. Egal. Jedenfalls sind wir at school. Und wir müssen... Huch, waren da gerade Vögel? Keine Ahnung. So, wir müssen dafür sorgen, dass diese... Ich habe den Namen aufgeschrieben. Osana na Yichimi fertig gemacht wird. Sie muss sterben. Sie muss leiden. Sie muss bluten. Und da ist Senpai. What's up with her? Hallo. Ich mag dich. Okay. Gut. Yo, wir können jetzt hier geile Fotos machen von geile... Oh, das wäre Senpai. Ja, wir können Fotos machen. Ich probier's mal. So? Nee. Oben sieht man... das ist ein Kopf, das zweite ist irgendwie ein Schlupper, also ein Penny. Das nächste ist ein Herz und das letzte ist ein Totenkopf. Ich weiß nicht, was Herz und Totenkopf bedeutet. Das erste ist, wenn man darauf eine Person erkennt. Das zweite ist, wenn man darauf, ja, einen Penny-Shot erkennt. Und das ist hier ein bisschen schwierig. Also ich habe ja schon ein bisschen rumprobiert, von den Personen halt, ein Foto zu machen. So.
Ja, die Person erkennt man zum Beispiel sehr gut und der Mund sieht ziemlich merkwürdig aus, aber hey. Okay, manchmal sind hier unten auch für den Xbox-Controller noch die Anzeigen drin, das ist auch ein bisschen komisch. Aber mit F können wir das losschicken. So, du bist Teacher's Pet. Okay. Und du hast keinen Crush. Naja, ist ja auch klar, du bist ja, also klar, also ich glaube jetzt unisch gedacht, dass er jetzt in Senpai verknallt ist. Also wir müssen rausfinden, wer von den Flitzpiepen hier in Senpai eventuell verknallt sein könnte. Bist es etwa du? Oh, das Foto wurde nichts. Nein, geh nicht weg. Nein. Oh, aber können wir denen noch reden? Ich möchte dich antorgen. Hey, wir können ihnen ein Kompliment machen. Kemita, also kann ich mal kurz mit dir reden? Oh, I just wanted to tell you, you look lovely today. Really well, thanks. That's so nice for you to say. So, wir können uns quasi bei den ganzen Leuten hier so ein bisschen einschleimen und dann sagen, wie toll und hübsch wir die finden. Da geht unten unsere Reputation hoch, quasi unser Ansehen, unsere Beliebtheit, würde ich das einfach mal übersetzen. Ich glaube, wenn wir ziemlich beliebt sind, dann können wir auch die Leute auch eher dazu bringen, dass sie Dinge tun, die wir wollen. Oh, das ist Senpai, den quatschen wir mal lieber nicht an. Das ist eh viel zu hart für uns. Auf jeden Fall müssen wir herausfinden, wer von diesen Schnallen, diese ominöse Osamna ist. Oh, really? Oh, thanks. So, ja, wir schlämen uns hier mal so ein bisschen bei den ganzen Leuten ein. Das ist, denke ich, mal ganz gut. Ich weiß noch nicht genau, was das bringen soll. Also, ich weiß schon, dass es, dass man damit sich Dinge immer offen hält, dass man sie auch mal ein bisschen ausfragen kann. Man kann nämlich zum Beispiel auch, ich zeig's mal, Gossip wählen. Ich glaube, Gossip, das geht noch nicht so leicht am Anfang. Man muss sich erst mit denen so ein bisschen anfreunden, dass die halt einen mögen. So. Oh, also ich hab mich ja schon, stimmt. Okay, dann. Okay, bye. Tschüss. So, jetzt gehen alle schon. Na toll. Übrigens, hier haben wir, Waffen. Wir können ja jetzt hier zum Beispiel... Das Katana ist schwierig, das sehen sofort alle. Wenn man das in der Hand hält, dann werden die schon aufmerksam und denken so, was ist los? So, packen wir das mal weg. So, dann sieht niemand, dass wir auch die Schere jetzt bei uns haben. Ist eigentlich eh komisch, dass die so aufgebahrt da liegen, aber hey, ist halt noch so, dann mache das Spiel. Später muss man die bestimmt auch suchen, dann die Wachenwaffen. So. Wer bist du eigentlich? Was das ist, weiß ich immer noch nicht so genau. Die steht hier immer so dumm da. Und man kann... Und er kennt auch kein Gesicht irgendwie, die Info-Chan. Little sweet girl. Okay. Wir können auch auf unser Handy gucken. Wir können Aufgaben annehmen. Wir haben momentan noch gar keine Aufgabe bekommen. Pastime. Da können wir Zeit verstreichen lassen. Und hier sind die ganzen Informations. Wir haben jetzt schon über Info-Chan haben wir hier drin. View Information. Trying to look up my information. Don't bother. There is nothing that you... Ja, die finden das jetzt mega weniger geil. Da haben wir natürlich noch Senpai. Kein Club, er ist ein Einzelgänger, hat keinen Crush. Und ja, gibt es nichts Besonderes zu ihm zu sagen. Und den wir schon fotografiert haben. Das sieht auch ein bisschen merkwürdig aus, aber hey, lass mal das mal. Gut, Fotogalerie, Request Favor, was ist denn da? Achso, das ist ja genau. Da können wir uns quasi schon so Favors kaufen dann für Penny Shots, die wir machen. Ich glaube, es gehen noch nicht alle. Schauen wir mal. With genug Blackmail, you can command your rival to stop speaking to Senpai. Wir können auch versuchen, die so ein bisschen unter Druck zu setzen. Wir können sie auch umbringen. Wir gucken mal. Oh, da. Wie lovely er da ist. Oh, Senpai, you're so cute. I love you. Okay. Schnell weg. So. Na, ihr? Ich weiß gar nicht, mit dem ich jetzt schon geredet habe. Mit Task. Oh. Actually, there is something that I need help with. This is really embarrassing, but well, I lost my bra somewhere at school. I can't find it anywhere. Don't ask me why my bra is missing. It's a long story, okay? Point is, if you find a bra lying around, it's mine, and I would really appreciate if you'd return it to me. Oh God, this is so embarrassing. Okay, also diese Saki Miyu hat ihren BH verloren. Wir sollen nicht fragen, warum und wieso. Das ist eine lange Geschichte und es ist ihr total peinlich. Und irgendwo auf dem Schulgelände muss ihr BH zu finden sein.
Das ist very peinlich, aber wir nehmen es einfach mal an. Ich meine, look at her boobs. What the fuck is going on with her boobs? Ich meine, what? Die stechen so... Oh, Alter. Das sieht schon ein bisschen dämlich aus, ne? Hä? Hä, was hab ich getan? Hä? Oh mein Gott. Schaut euch mal deren... Oh mein Gott. Lol. Guckt euch das mal an. Okay.